Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeshkian. Aus jenem wunderbaren Buch, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und heute eine Geschichte mit Witz und Humor, wie ja bereits viele Geschichten in dieser Weise schon gewesen sind. Heute eine Geschichte, die heißt Die richtige Behandlung. Karim Khan, der mächtige Herrscher, lag krank da nieder und alle Ärzte fürchteten sich vor seinem Jähzorn. Endlich brachte ein Diener mit sanfter Gewalt und großen Drohungen einen angstzitternden Hakim vor das Krankenlager des Karim Khan, der mit gewaltiger Stimme brüllte: »Dich kennt man überall als guten Arzt. Zeig deine Kunst. Vergiss aber nicht, wen du vor dir hast.« Sorgfältig untersuchte der Hakim den König und dann sprach er: »Hier hilft nur eins. Bereitet alles für einen Einlauf vor.« »Was? Einlauf?« schrie der König. »Wer soll den Einlauf bekommen?« Der furchtbare Blick des Königs machte den Hakim zittern. »Für mich, o Herr, für mich ist dieser Einlauf.« Der König ließ dies an dem Hakim geschehen, und siehe, von dieser Stunde an besserten sich die Beschwerden des Herrschers. Und immer dann, wenn ihn ein Leiden plagte, rief er den Hakim zu sich, dass an diesem der Einlauf durchgeführt werden sollte. Dazu noch ein kleiner Spruch nach Saadi. Vom Abend bis zum Morgen saß er am Bett des Kranken und weinte. Am nächsten Morgen starb er, der Kranke aber lebte weiter. Zwei wunderbare Bonbons, die zeigen, dass der altorientalische Arzt es nicht leicht hatte. Sein Honorar war in der Regel Erfolgshonorar, Kunstfehler unterlagen der Blutrache. Zudem standen die Ärzte vor dem Problem jedes Arztberufes, nämlich vor der Verantwortung, zwischen verschiedenen Risiken abzuwägen. Als Diener großer Herrscher waren sie, dies gilt auch für Größen wie Avicenna oder Rasi, deren Willkür ausgeliefert und mussten über das Leben ihrer Patienten hinaus um das eigene Leben bangen. And now the story in English, and it's a wonderful story with a great humor in it, and it's called The Right Treatment. Karim Khan, the mighty ruler, was bedridden with illness, and all the doctors feared his rage. Finally, a servant used gentle force and great threats to bring a frightened Hakim to the sickbed of the Karim Khan, who roared at him with a mighty voice and said, "You are known everywhere as a good doctor. Show your skill. But don't forget whom you have in front of you." The Hakim carefully examined the doctor. Here, only one thing will help, he said. Get everything ready for an enema. What? An enema? Screamed the king. Who is supposed to have an enema? The frightful glance of the king made the Hakim tremble. The enema is for me, O Lord. The king allowed it to take place, and look, from that hour on, the ruler's condition improved. And every time an illness plagued him, he summoned the Hakim so that the doctor could have an enema. And a little saying after Saadi rounds this story up, and it says, from evening till morning, he sat at the bed of the sick man and cried. The next morning, he died. But the sick man kept on living. Wonderful, wonderful. So, I wish you a
very nice Saturday, and I would be glad if you come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy. Morgen eine neue Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie. Bis dann.